Also die wichtigsten Punkte sind sicherlich, dass wir einmal die heimische Industrie stärken. Das heißt, die Rohstoffe, die wir hier haben, Kiese, Sande, Kali, Salze, dass wir darauf zugreifen können, dass wir weiterhin das Recycling stärken. Wobei, da kommen wir schon gleich zu einem Punkt, was mir so ein bisschen fehlt. Wir haben die modernste, effizienteste Recyclingindustrie in Deutschland, aber wir brauchen natürlich auch die Schrotte, um sie verarbeiten zu können. Wir haben der illegale Abfallexport, der ist erheblich. Wir haben Gesetze, wir haben Vorschriften, die werden aber nicht eingehalten. Das heißt, es muss dafür gesorgt werden, vielleicht ganz einfach mehr Personal abgestellt werden, dass diese illegalen Abfallexporte gestoppt werden. Dann spricht die Strategie sehr gut, die Aufgaben an Handels- und Wettbewerbsverzerrungen abbauen. Das ist sicherlich wichtig, das ist ein mühsamer Prozess. Die Politik kann sehr gut begleiten, die Rohstoffpartnerschaften bilateraler Art, auch wenn die Unternehmen, was man von uns fordert, richtigerweise fordert, mehr und mehr investieren, da kann uns die Politik begleiten mit Garantien und so weiter. Also insgesamt muss ich sagen, ein durchaus umfassendes Konzept, was in die richtige Richtung geht, wo wir ja ehrlicherweise in den letzten Monaten und Jahren auch eng mitgearbeitet haben. Und wir sind sehr dankbar, dass Herr Brüderle persönlich, aber auch das Ministerium dieses Thema angegangen hat.